Wir berechnen hier die Ableitung von dieser Kettenfunktion und nutzen dazu die entsprechende Formel, die besagt, g von f von x prim, das ist g prim ausgedrückt bei f von x, mal f prim von x. Hier ist das g der Tangens und das f von x 1 auf x. In Anwendung dieser Formel müssen wir also zuerst Tangens ableiten. Die Ableitung vom Tangens, das ist 1 auf cos². Diese Ableitung soll aber nicht mit x, sondern mit f von x ausgedrückt werden. Also finden wir zuerst 1 auf cosinus Quadrat von 1 auf x. Und das Ganze muss dann noch multipliziert werden mit der Ableitung von diesem f von x. Also wird das Ganze noch multipliziert mit der Ableitung von 1 auf x. Also so. Um die Ableitung von 1 auf x zu berechnen, kann man die Formel f auf g' anwenden. F auf g', das ist f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Und da die Ableitung von 1 0 ist und die Ableitung von x 1 ist, finden wir so sofort die Ableitung von 1 auf x minus 1 auf x². Man könnte diese Ableitung auch anders rechnen, denn 1 auf x ist genau dasselbe wie x hoch minus 1. Und hier wenden wir die Formel an, x hoch m' gleich m mal x hoch m minus 1. So finden wir als Ableitung minus x hoch minus 2, also minus 1 auf x². Diese Ableitung können wir jetzt hier einbauen, da ist sie auch schon. Und diesen Bruch können wir noch etwas einfacher schreiben. Und diese Übung ist schon beendet.